ich sehe es im Moment genauso, dass wir im Moment noch weiter davon entfernt sind, die Neurobiologie komplett verstanden zu haben. Letztlich ist eine Abhängigkeitserkrankung eben eine sehr komplexe Erkrankung, Zusammenspiel aus genetischen Faktoren und Umweltfaktoren. Und bis wir letztlich den Punkt, wenn es den überhaupt gibt, so weit verstanden haben, an dem dann auch, oder den Schalter, an dem gedreht werden muss, das ist letztlich noch unklar. Es gibt Indizien, es gibt Hinweise aus tierexperimentellen Studien, es gibt Hinweise aus Humanstudien, dass das sogenannte Belohnungssystem eine zentrale Rolle dabei spielt. Aber wie ich auch schon erwähnt habe, ist es eben schwierig zu sagen, an welcher Stelle dann letztlich eine Intervention erfolgen muss, also an welchem System dann wiederum Einfluss genommen werden kann. Und wir denken aber, dass Baclofen möglicherweise einen indirekten Effekt auf dieses System hat und dass es damit eben auch die Patienten neben anderen therapeutischen Maßnahmen die Patienten bei der Abstinenzerhaltung dann auch unterstützen kann. Ich gehe bei Baclofen davon aus, auch aus den Erfahrungen, die wir vor der Studie schon im Rahmen der Behandlung in Einzelfällen gesammelt haben, dass, wie bei anderen Medikamenten auch, nur eine bestimmte Subgruppe von Patienten entsprechend reagiert. Und ich gehe davon aus, dass, wie ich eben gesagt habe, für Baclofen genauso wie für die anderen Medikamente gilt, dass nur bestimmte Patienten davon profitieren und eben ein Teil der Patienten überhaupt keinen Effekt dabei verspüren. Und das, deshalb denke ich, wir werden in Zukunft wahrscheinlich dahin kommen, dass wir verschiedenen Patienten anhand bestimmter Merkmale ein bestimmtes Medikament anbieten können, das dann eine höhere Chance hat, eben einen entsprechenden Effekt auszuüben. Also letztlich muss man sagen, dass im Moment der Wirkmechanismus von Baclofen noch nicht verstanden ist. Wir gehen davon aus, anhand von Daten, die aus tierexperimentellen Studien bislang vorliegen, dass Baclofen auf das sogenannte Belohnungssystem einen Einfluss ausübt. Wahrscheinlich ist es so, dass Baclofen in höheren Dosen verabreicht werden muss, damit ausreichende Konzentrationen im zentralen Nervensystem vorliegen, um eben dann diese gewünschten Effekte auf das Belohnungssystem ausüben zu können. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand ist es so, dass man mit einer Hochdosis Baclofenbehandlung mit einer Tagestherapiekosten von ungefähr 3 Euro rechnen muss. Das ist günstiger als die anderen bislang verfügbaren Medikamente zur Behandlung der Alkoholabhängigkeit. Es ist grundsätzlich so, dass man sagen kann, dass die Substanz relativ gut verträglich ist. Das, was an Nebenwirkungen vorwiegend auftritt, ist Sedierung, also ein Müdigkeitsgefühl oder eine Abgeschlagenheit, die auftritt, oder eine Muskelschwäche. Das wurde auch von einzelnen Patienten beschrieben. Es ist aber grundsätzlich so, dass der Großteil der Patienten diese Nebenwirkungen für erträglich beschrieben hat oder als erträglich beschrieben hat. Einer der Vorteile von Baclofen könnte möglicherweise sein, dass es auch im Falle eines Alkoholrückfalls, zumindest nach dem, was wir bislang wissen, keine schweren Wechselwirkungen eben mit Alkohol gibt. Und daraus könnte sich ja eben ein Vorteil in der Behandlung dieser Patienten ableiten, was aber nicht bedeuten soll, dass wir dazu aufrufen, weiter zu trinken und zusätzlich Baclofen einzunehmen.